Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda The Wind Waker. Und ich muss was sagen, ich hab's probiert. Ich hätte mal probiert, jetzt offscreen die 1000 Hits zu machen und hätte dann halt einfach quasi die Folge damit gestartet, wie ich quasi bei 999 wäre und dann den letzten Hit mache. Aber nö. Das Spiel will einfach nicht. Das Spiel ist zu schwer für sowas. Und ich habe keinen Bock und ich weiß nicht, ob wir das nicht einfach wirklich auslassen werden, weil es zählt halt zu gar nichts. Also es zählt halt wirklich zu gar nichts. Es gibt sowieso keinen Prozent-Count, also 100% sind sowieso Ansichtssache. Und wenn wir 100% wollen würden, dann müssten wir ja in der Theorie auch jede einzelne Chest aufmachen. Und ich glaube auch, dass wir das nicht machen werden. Also ja, ich weiß nicht, ob die 100% wirklich etwas werden, dass wir... Also für mich, ich weiß nicht, für mich zählt halt zu 100% alle Schatzkarten, alle Herzteile, alle Fotos, alle Marktgegenstände, die haben wir ja, diesen optionalen Gegenstand. Und ich hätte es halt irgendwie für mich persönlich jetzt noch zu den 100% gezählt, dass er einen Meister nennt. Aber jetzt zum Beispiel alle Kisten... Hallo? So. Alle Kisten hätte ich jetzt sowieso nicht zu 100% gezählt. Also wenn jetzt irgendwo, keine Ahnung, so eine kleine Holzkiste ist, die einem ein Glücksmedaillonchen gibt, dann zählt das für mich nicht als 100%. So, dich haben wir auch noch nicht fotografiert. Genau, ich mache jetzt gerade noch die letzten Fotos, aber das waren, glaube ich, eh nur zwei. Dem... Die drei haben wir ja. Ja, dann waren es, glaube ich, echt nur die zwei. Und ich weiß noch nicht, was wir in der heutigen Folge alles machen werden. Aber, ich habe mir überlegt, wir gucken jetzt erstmal oben... Ach, mein Stuhl. Guck, hörst du das? Pass mal auf. Hör mal das? Hör mal das? Ja. Den ganzen Tag macht er gar nichts. Kaum nehme ich auf, ist er übertriebenst beim Quietschen. So sind Stühle halt. Und der ist noch nicht mal so alt. Ich weiß, man muss Stühle eigentlich ölen. Müsste man. Mache ich aber nie. Und finde ich auch blöd, weil ich habe kein Öl hier. Ich habe jetzt auch keinen Bock, eigentlich meine Stühle immer zu ölen. Der wäre aber eigentlich gar nicht so alt. Also der ist sogar relativ neu gekauft. Dass der jetzt schon wieder quietscht, triggert mich. Und ich muss mir sowieso mal einen besseren Bürosessel kaufen. Also ich muss auch mal sagen, diese Gaming-Stühle, ne? Ich habe so einen Gaming-Stuhl und ich finde die so kacke. Also, ja, sie sind cool, bis man lange drauf sitzen muss. Also, ich weiß nicht, warum sich das so eingebürgert hat, dass jeder so einen Gaming-Sessel haben muss. Aber ich glaube, ich gehe da dann weg davon, weil die sind einfach echt nur nervig. Die tun nur Auerbubu. Nee, warte, hier sind wir falsch. Das war schon die Insel da unten. Die da. Ja, genau, die war's. Bum, 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 bum. Und es gibt halt eigentlich so gute, tolle Bürosessel, die darauf aufpassen, dass der Rücken gut tut. Und ja, weiß ich nicht, muss ich gucken. Dass ich mir so einen hole, aber ich habe da auch mal geguckt, die sind gar nicht so billig. Tatsächlich. Jetzt weiß ich vielleicht doch wieder, warum jeder einen Gaming-Sessel hat. Aber da wundert es mich nicht, dass dann jeder heutzutage einen kaputten Rücken hat. Also ich muss ja zugeben, ich habe auch zu viel gezockt. Also ich habe tatsächlich auch ein bisschen einen kaputten Rücken. Aber dem geht es mittlerweile wieder besser, weil ich mich mittlerweile behandeln lasse. Also hört sich zwar dumm an, ist aber halt so und tut auch gut. Ist aber auch teuer. Aber wenn man eine Zusatzversicherung hat, dann geht das schon. Ja, habe ich mich jetzt behandeln lassen und seitdem habe ich nämlich auch Bock wieder aufzunehmen. Und seitdem zum Beispiel nehme ich momentan Wind Waker auf. Und ich versuche halt dann auch nicht den ganzen Tag nur vorm PC zu sitzen, sondern mache halt eine Abwechslung, sodass es meiner Wirbelsäule auch gut tut. Ach, nicht sowas schon wieder. Was steht hier?
Lebender, entzünde die 6 Fackeln und führe die Seele durch das, die Seele des durch die Dunkelheit irrenden Schiffes ans Licht. So. So rum. Okay, also wir müssen Lichterl machen, gell? So. Lichterl machen. So. Okay, erstes Licht ist wieder hier. Ach so, nee, man musste von hier überall Licht anmachen, ne? Das heißt, hier so. Ja, und das ist halt mit der Steuerung total dumm. So. Okay. Er brennt jetzt auch. Wo ist die nächste? Da oben. Nein. Also es funktioniert mal nicht wieder Minecraft-Bogen 2. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4. Der war versehentlich geschossen. 4. 5. Also 5 wäre da oben. Nein. Nein. Ja. Die Steuerung ist halt echt blöd. Ich muss nämlich mit Y quasi aufziehen. Ach so, die ist ja einfach. Aufziehen, muss aber mit dem rechten Stick auch lenken. Also jetzt sitze ich gerade richtig verkrüppelt da, damit das geht. So. Hä, was ist denn das für eine Kiste? Ist da jetzt nur Geld drin? Ach, so ein Mist. Ich habe das für 100 Rubine getan. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Egal, ich habe einen Notfallplan. Wir gehen heute auf unsere Hausinsel, die wir uns gekauft haben. Da will ich mal hin. Da will ich mal zeigen. Ach, da ist er. Der rote Leuenkönig. So, zack. Brumm, da, 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 da. Na, hallo? Da, 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 da. So, und dann gehen wir zum... Boah, ich weiß gar nicht, wo es am nächsten ist. Ich glaube, vom Turm der Götter aus. Den wir auch zu 100% haben. Die Crocs haben wir alle schon fotografiert. Das ist nämlich das, was ich meinte. Hätten wir die Crocs nicht von Anfang an alle fotografiert, müssten wir die jetzt sammeln. Wo die halt auf, jetzt muss ich kurz gucken. War das die Insel? Ich glaube, ich... Nee, Blödsinn, das war nicht die Insel. Das war... War es die? Nee, oder? Nee, da sehe ich doch das Haus. Das muss die Insel sein. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Sieht man eigentlich den Leuenkönig blinzeln? Nee, der ist leblos. Der lebt nicht. Der hat keinen Bock auf das Leben. Ah, und wir brauchen die blauen. Das blaue Elixier brauchen wir auf jeden Fall noch. Und die Fotos. Das wird noch richtig schlimm. Die Fotos. Die Fotos, so. Und das hat der Lehrerin gehört. Natürlich, klar. Wer kennt's nicht? Die Lehrerin, die sich eine Insel leisten kann. Konnte deine sich eine Insel leisten? Also meine Lehrerin auf jeden Fall nicht. Und der Croc. Guckt mal auf den Baum. Hier ist doch sicherlich auch irgendwo ein blauer Schleim auf der Insel, den wir noch nicht geholt haben. Hier? Nö. Da? Nö. Hier? Nö. Da hinten oben bestimmt. Dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ja, natürlich ist da hinten oben einer. Ja, dafür brauchen wir den da. So. Brumm. So, wo ist er? Ist 100 pro blauer Schleim. Forsch du dich mich selber, gell? Oh, hier ist eine Kiste. Und sogar noch eine gute Kiste. Was haben wir denn da drin? Eine Schatzkarte sicherlich?
Ist es eine Schatzkarte? Hä, seit wann ist denn eine Schatzkarte in so einer Kiste? Hä? Hey? Hell? Das verstehe ich jetzt nicht. Was für eine Schatzkarte ist denn das? 27? Ach, das weiß ich sogar wo. Hä, aber als ob hier kein blauer Schleim ist. Echt nicht? Also die Insel wirkt mir doch wie eine blaue Schleiminsel. Naja, egal. Na, gucken wir mal hier. Das hier ist die Villa der ehrenhaften und bezaubernden schönen Madame Marie, Lehrerin in Portemonnaie. Unbefugnister Zutritt strengstens untersagt, der Verwalter. Und dann gucke ich mich mal ein bisschen um. Ach, hier musste man auch noch Blumen anbringen. Fisch. Das ist ja Fisch. Aber haben wir noch eine? Ach, wir haben sogar noch zwei. Guck mal. Mache ich die gleich hier hin. Damit wir die auch ja nicht vergessen. Also, flupp. Hup. Und hup. So. Haben wir hier schön zwei. Sonst gibt es keine mehr, oder? Nee, nee. Was ist da drauf? Was zum Essen? Hm. So, öffnen. Nehme er seinen schmutzigen Finger von meiner Klinge, der unverfrorene Lümmel. Dieses Anwesen darf nur meine ehrenwerte Herrin betreten. Hinfort mit ihnen. Er ist nicht willkommen. Ja, nö, das siehst du falsch. Hier, guck mal, ja, guck mal. Diese Unverfrorenheit reibte mir glatt mit seinen schmutzigen Fingern etwas unter die Klinke. Na nun, aber das ist doch... Dann seid ihr also mein neuer Herr. Link ist euer Name, nicht wahr? Oh, einen wirklich schönen Namen habt ihr da. Ehrenwerter Herr Link, bitte schließt die Tür hinter euch sanft. Ja, auf einmal geht's, ne? Ich finde das immer noch creepy. Also wenn ich eine Lehrerin wäre, würde ich das Anwesen nicht haben wollen. Tim, 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 tim. So, dann machen wir mal ein bisschen... Genau, und das ist das. Das... Ehrenwerter Herr, seid ihr vielleicht an den liebsten Zeitvertreib des Adels interessiert? Leg los. Servus, soll ich euch die Regeln des Spiels erklären? Glaubt er, ich sei dumm? Ich hoffe... Ja, das war's. Wisst ihr was? Wir sehen uns nach einem Cut. Bis gleich. So. Eins. Ganz vortrefflich, ehrenwerter Herr. Ihr erweist euch wahrlich des Adels würdig. Lasst mich euch meinen tiefsten Respekt in Form dieses Geschenkes bekunden. Bitte nehmt diese bescheidene Gabe an. Kauft euch was Schönes. Und wir müssen das halt... Wir müssen das halt ein paar Mal machen. Also wir müssen das, glaube ich, wirklich... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir müssen das 16 Mal machen. Also wir müssen raus und wieder rein und dann kommt, glaube ich, das nächste Bild und wir müssen das... Muss man das machen, echt? Muss man das Slide-Puzzle überhaupt machen? Bis gleich. Und Nummer 2. Ganz vortrefflich, ehrenwerter Herr. Ihr weist euch wahrlich des Adels würdig. Lasst mich euch meinen tiefsten Respekt in Form dieses Geschenkes bekunden. Bitte nehmt diese bescheidene Gabe an. Oh, das müssen wir so oft machen. Kauft euch was Süßes. Oh, wir müssen da so viele Bilderchen machen. Und ich würde halt sagen, ich mache... Ich glaube nicht, dass ich alle mache, aber wir machen jetzt mal 5. Also ich werde mir jetzt nochmal 3 reinzwingen. Und dann machen wir 5 und dann machen wir im nächsten Part vielleicht nochmal 5 und dann nochmal 5 und dann geht das. Also wieder bis gleich. Und da haben wir die Nummer 3 und ich muss sagen, ich habe meinen Plan geändert. Ganz vortrefflich, ehrenwerter Herr. Erweist euch wahrlich des Adels würdig. Lasst mich euch meinen tiefsten Respekt in Form dieses Geschenkes bekunden. Bitte nehmt diese bescheidene Gabe an. Ganz ehrlich, ich...
mach das doch jetzt nicht mehr, weil es ist schon relativ spät am Abend. Und ich habe keinen Bock mehr. Und die waren jetzt schon echt anstrengend. Jetzt haben wir das nächste. Ach, egal. Wir machen dafür was anderes. Denn man geht hier nicht grundlos rein. Ich bin jetzt echt müde. Man geht hier nicht grundlos rein. Und zwar, wenn wir mal gucken. Hier hinterm Kamin, da wirkt das so ein bisschen so, als wäre da was. Und wenn man hier jetzt mal hochguckt. Brumm. Dann wird es hier langsam richtig gruselig. Dann, wenn wir da reingehen, merken wir, dass das gar nicht mehr eine so lustige Insel ist. Mit Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, wir sind hier tatsächlich in einem kleinen Labyrinth. Und verdammt, ich habe vergessen, dass wir hier in einem kleinen Labyrinth sind, das wir jetzt machen müssen. Tschüss. So. Also wir gucken uns mal alles an. Gut, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier runter. Zack. Und hier haben wir jetzt schon die Wahl zwischen links und rechts. Und ich würde sagen, wir gehen zuerst links. Und das gefällt mir schon nicht. Also. So, hier sind wir in einem Vasenraum. Mit ganz viel Kohle. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Also reich wird man hier drin auf jeden Fall. Ich wäre auch gern die Lehrerin gewesen. Und ich hätte niemals ein Anwesen hergegeben, bei dem ich für Putzelspiele Geld bekomme. Also noch dümmer kann man ja gar nicht sein. Gehen wir hier geradeaus. Dann gehen wir nach links. Gehen wir nach rechts, dann kommen wir wieder wo raus. Die Frage ist nur wo. Wieder bei Vasen. Wieder mit ganz viel Geld, aber auch kein richtiger Raum. Ich sag ja, es gibt jetzt noch die nervigen Quests und wahrscheinlich ist das mit dem Puzzeln Vater Orca 100%, ne? Meister ist auch nicht ganz ohne, aber das Puzzeln. Gott, das Puzzeln ist einfach so unnötig nervig. Ach, guck mal. Zack. So, und hier kommen wir wieder zum Anfang. Und hier, it goes wider. Okay, dann gehe ich jetzt mal rechts. So, dann gehen wir hier wieder rechts. Und scheint so, als ging es nun nochmal rechts. Also, ich spoiler mal, eigentlich wären hier auch noch irgendwo Untote. Klaut mir ruhig mein Geld, das passt schon. Nein. So. Und dann machen wir das hier mal auf. Okay, so. Also hier wäre noch mal was zum Öffnen. Hier ging es noch mal runter. Wo sind wir hier jetzt? Sind wir hier wieder zurück am Anfang? Hier sind wir wieder zurück am Anfang. Genau, also geht's eigentlich nur hier runter. Ja, das ist der Raum, den ich meinte. So. Ja, das war ja klar. Link, habt doch nicht so Angst. Tschüss, das war's eh schon. So, und hier geht's weiter. Es gibt nur eine Richtung, in der es weitergeht. Gehen wir da schön hin. Ach, mir juckt die Nase. Mich juckt die Nase. Mich juckt die Nase. Ich kann euch gleich eine Taktik, die ich beim
Puzzlespielen rausgefunden habe oder die ich nachgelesen habe, die kann ich euch nochmal zum Schluss zeigen. Ach, das war's schon. Dann, zack, gehen wir hier raus. Ich hoffe, dass hier unten noch eine Schatzkarte oder so ist, dass wir hier nochmal hin müssen. Aber wir haben auf jeden Fall da eine... nein. Wir haben auf jeden Fall das hier unten schon mal geschafft. Bekommen wir hier jetzt eigentlich wieder eine Karte oder bekommen wir jetzt hier diesmal wieder einen kompletten Splitter? Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Brumm, brumm, brumm. Dum, 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 dum. Du hast einen Triforce-Splitter gefunden, jetzt fehlen dir nur noch zwei weitere. Es ist tatsächlich ein Triforce-Splitter gewesen. Guckt's euch an, das Triforce ist fast komplett. Jetzt gucke ich mal auf die Korde. Ne, warte, wir sind eh schon ganz hinten. Geht's gleich von vorne los. 40. Genau, und hier haben wir ja Octolos, große Feen, Insel haben, ja. Terry-Karte. Ist es ja logischerweise auch nicht. Triforce. Wahnsinnskarte. Die war's. Es ist also ganz oben rechts nochmal eine und es ist nur noch eine Korde an sich versteckt. Und wisst ihr was? Mit der Part nicht so ganz unspektakulär ist. Wo bin ich denn? Wir haben jetzt echt nicht viel gemacht. Wo geht's denn raus? Hier, so. Sollen wir uns noch ein Triforce... Ja, obwohl Triforce-Splitter an sich sind ja dann schon besser versteckt, ne? Ach, da wäre jetzt was Neues. Also ich zeige euch mal die kleine Taktik. Ich mache es jetzt nicht fertig. Lege er los. Glaubt er, ich sei dumm? Genau, und... Ja, ich weiß es jetzt schon nicht. Er hat es erfasst. Es tut mir auch richtig leid. Man guckt sich quasi an, was ist unten links. Ja, das ist wieder ein bisschen nerviger. Was ist unten links? Okay. So, also. Jetzt habe ich es schon vergessen. Guck. Es wäre einfach nur die Tischplatte. Genau, man guckt sich eigentlich an, was unten links ist. Und das wäre diese Platte. Und, na, die erste Platte zu verschieben, wenn man na, weiß, wo sie hingehört, ist einfach. So. Und von hier aus schiebt man jetzt die zwei Karten nebeneinander richtig hin. So, das wäre dann dementsprechend so. Und dann geht man von hier aus hin... Und macht quasi das Eckchen voll. Das wäre dann dementsprechend der Typ. Und dann hätten wir das hier schon mal. Dann haben wir das auch schon. Und ihr versteht von... Ihr versteht so circa das Prinzip, ne? Und dann haben wir quasi... Also es ist quasi nur immer dieses... untere Eckchen, das ich gut hinbekomme. Und ein Bild zu bauen ist dann eh gar nicht so schwer. Die Grundform zu machen, aber dann die letzten zu connecten, also die jetzt darunter zu bekommen und so, das ist dann einfach richtig nervig. Also machen wir das jetzt nicht, aber ich wollte das nur mal gezeigt haben, dass ihr ungefähr auch so wisst, wie ihr am schnellsten anfangen könnt und dann von da aus weiterarbeitet. Es ist halt einfach nur richtig umständlich nervig. Und ich würde sagen, ich gucke jetzt noch, was uns bei der anderen Insel erwartet. Bei der anderen... Zack. Genau, da wäre das dann. Bei der anderen Triforce-Insel, da gucken wir jetzt nochmal gemeinsam rüber. Tschüss. Das wäre dann da drüben. Ach, da stimmt ja, da war ja eh der Fisch. Ich habe keinen Bock auf diese dumme Herzteil-Quest. Ich glaube, das war ein Herzteil oder es war eine Schatzkarte. Es ist komplett egal, was von beiden es ist. Es ist einfach nur viel zu übertrieben, dass sie echt unbedingt gedacht haben, das müssen 16 von diesen Dingern sein. 16. Wie viele habe ich jetzt? 4 oder 3? Ich glaube, 3 habe ich. Ja, doch, 3 habe ich. Der erste war der Rotzbengel, das zweite war Ariel, dann kam Tingle. Jetzt bin ich beim Splish-Typen. Toll. So, hier müsste... Das müsste dementsprechend die Insel sein.
Ach stimmt, da waren wir ja sowieso schon. Das war ja das mit dem mit dem blauen Schleim, wo wir ja die Ding nicht mehr hatten. Ich kam halt, nein. Ja, das war das, wo wir die den Vogel brauchen und wir keinen mehr hatten. Und ich deswegen ja zu viele von denen gekauft habe, weil es ein paar Quests gibt, die noch von denen abhängen. Und das können wir jetzt machen. Items. Dum, dum, dum. So, flupp. Genau, wir müssen ja hier oben einfach nur die Schalter aktivieren. Ich weiß nicht, ob die aktiviert bleiben. Also der ist es mal auf jeden Fall nicht. Der ist es auch nicht. Also ich schätze, die haben sich wieder deaktiviert. Die Steuerung von dem Vogel ist auch echt zum Kotzen. So, dann haben wir uns die noch. Die da unten wäre noch. Egal, wir haben noch einen. Zack. Zack. So, dann holen wir uns den noch. Ach nee, den ersten habe ich jetzt. Den zweiten habe ich verpasst. Genau. Ganz oben. Habe ich auch verpasst, wie es aussieht. Ach, komm. Langsam wird es knapp. Flup. Zwei Versuche noch für zwei Schalter. Flup. Ich bin müde, deswegen bin ich fast froh, wenn der Part vorbei ist. Also nicht, dass ich nicht aufnehmen wollen würde, aber ich war irgendwie topfit und dann habe ich das mit dem Puzzlespielen gemacht und das hat irgendwie so meine Restenergie. Also ich hatte so schon nicht jetzt übelste Energie, aber zum Aufnehmen ging es noch und ich hatte noch Bock. Da habe ich mir gedacht, ach komm, ich mache das Puzzle-Ding und mach 5. Ja, denkst du dir. Das gibt's doch nicht. Ja, und den kann ich nicht mehr ausweichen, dass ich wieder zurückkomme. Doch, kann ich. So, jetzt aber. Ja. Perfekt, so. Und dann können wir jetzt... Wo ist die Tür? Können wir da rein. So. Ach, das war's schon. Das ist auch easy. Gibt es auch kein Dungeon mehr. Aber Geld natürlich nochmal. Ein bisschen was. Also das mit dem Tingle-Karten entschlüsseln wurde einem, kommt mir vor, echt ein bisschen erleichtert. Also an Kohle mangelt es nicht mehr. Dann. Und es ist... Du hast deine Triforce-Karte gefunden. Leider ist sie verschlüsselt und du musst sie zuerst von jemandem entschlüsseln lassen, um sie lesen zu können. Und komm, das machen wir noch. Das wäre dann, ja, so ein schönes Ende. Und das ist eh die letzte Karte, die Tingle entschlüsselt, weil, wie gesagt, im Remake sind es ja nicht mehr so viele Karten, die man entschlüsseln muss. Im Original musste man ja wirklich für jeden Splitter eine Karte entschlüsseln. Dann gehen wir nochmal zu Tingles Insel, wo auch schön der blaue Tingle steht. Und dann müssen wir nie wieder Tingle besuchen. Nie wieder. Kann mich Tingle mal. Brauchen wir nie wieder. Die Fotos haben wir auch alle hier. Blaue Tingle steht auch da. War's das? Und dann gebe ich halt offscreen noch die Fotos ab. So. Ja,
Ja, Fee, ich hab dich vermisst. Was wollen wir spielen? Was wollen wir spielen? Hä, du willst gar nicht spielen. Uiuiui, dieser alte, nostalgische Duft. Sag bloß, du hast eine Karte gefunden. Famos, famos, zeig her, du kannst die Karte nicht lesen. Soll ich sie für dich entschlüsseln? 400 Rubine, üppig, aber ja. Tingel, tingel, Meer und Sand. Lies die Karte in meiner Hand. Bim, du hast die Karte entschlüsseln lassen. Du weißt jetzt, wo du den Triforce-Splitter finden kannst. Hier auf dem Kartenbildschirm nach. Ja, puh. Herr Fee, streng dich an und find den Schatz. Ja, das ist wahr. Zack, dann machen wir die noch schnell gemeinsam auf. Triforce Karte 2. Die Insel weiß ich nicht, aber werden wir ja sehen. Und dann guckt euch mal das nochmal an. Jetzt gucken wir nochmal auf die Wahnsinnskarte. Warte, Wahnsinnskarte. Brumm. Hä? Ach, auf der Insel, wo es so noch ein Triforce-Splitter ist, ist nochmal der Schatz direkt. Und dann wäre halt rechts oben. Ich schätze mal, das wird wieder so ein Fight-Ding sein. Aber das war's für die heutige Folge von The Legend of Zelda Wind Waker. Tut mir leid, dass ich jetzt zum Schluss raus wieder so ein bisschen müde bin. Ich werde jetzt offscreen noch ganz schnell die zwei Fotos oder so abgeben. Ja, tut mir ein bisschen leid, dass ich jetzt so müde geworden bin, aber diese Dinger sind... Ach! Guck mal! Den habe ich noch gar nicht, oder? Nee. Ach, auf Tingles Insel ist einfach auch einer. Na. Geil. Gut, wie viele haben wir jetzt? Nein. 11, ne? 11. Es fehlen noch 4. Dann würde ich sagen, das ist aber was fürs nächste Mal. Macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen und tschüss. Ciao.